Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Anivia, ich grüße dich. Du möchtest wissen, wie dein Umzug verläuft, wann und wo, und diese Frage werde ich beantworten bei dieser Legung. Diese Karte zeigt dein Gegenwart oder dein jetzigen Wohnsituation. Mit einer Peitsche kann man jemand auspeitschen und das tut richtig weh. Ich meine das symbolisch natürlich. Du fühlst dich nicht wohl in diesem Ort oder in dieser Wohnung oder Haus, so wie du gerade lebst. Und die nächste Karte zeigt deinen Gedanken diesbezüglich oder dein Plan. Diese Karte symbolisiert Veränderungen, oft Umzug. Und das ist dein Plan. Du hast eigentlich diese Entscheidung schon getroffen. In sein Schnabel ist ein Glücksklee. Das bedeutet, dieser Umzug bringt dir auch Glück. Dieser Umzug ist schon sicher. Und das fühlst du auch. Du bist auch selbst sicher. Du hast die Schlüssel schon in Hand. Und mit diesem Schlüssel wirst du diese Tür öffnen zu deinem neuen Zuhause. Diese Karte zeigt, ob diese Entscheidung, Umzug, richtig ist für dich oder nein. Das Herz ist eine Herzensangelegenheit. Du wirst diese neue Umgebung, dein neues Zuhause lieben, kann auch bedeuten, dass in deine neue Wohnumgebung kennenlernst du jemand und ändert sich etwas auch in die Liebepartnerschaft. Wirst du diesen Schritt wirklich wagen? In diesen Karten sehen wir die Luftelement und das bedeutet, ja, das schaffst du mit Leichtigkeit. Das ist für dich auch die Befreiung. Und Luftelement bedeutet auch Kommunikation. Also das kommt auch zum Sprache. Die nächste Frage wäre, wo findest du dieses Objekt? In dieser Karte sehen wir zwei Ringe. Oft bedeutet das auch Ehe. Aber bezüglich auf deine Wohnsituation heißt diese Karte Vertrag, Mietvertrag oder Kaufvertrag. Das kann für dich bedeuten, zieh dorthin, wo unkompliziert ein Vertrag schnell unterschreiben kannst. Aber dieser Ring bedeutet auch, wo du dich verbunden fühlst. Das spürst du, wo dein Zuhause ist. Ring bedeutet oft auch etwas Wiederkehrendes. Vielleicht hast du Kontakte von Vergangenheit oder wählst du einen Ort, wo du schon gelebt hast. Die nächste Frage ist, was kannst du tun? Auf diesem Bild sehen wir ein Schiff, das symbolisiert Reisen oder Ausland oder Auslandskontakte. Das bedeutet nicht, dass du im Ausland leben sollst. Aber kann sein, dass diese Person, wo du in Verbindung bist, kommt von Ausland. Diese Karte bedeutet auch eine Reise und das kann eine innere Reise auch sein. Stell dir das vor, das gelingt dir. Außerdem, Schiff symbolisiert die Hoffnung und das sieht sehr gut aus, dein Umzug.
Die nächste Frage ist, gibt es Hindernisse? Die Antwort ist nein. Dieser Brief ist eine gute Nachricht, symbolisiert Dokumente, Verträge. Dieser Vertrag hast du schon. Das kannst du schon vorstellen. Es gelingt alles. Die nächste Frage ist auch wichtig. Wann kommt dieser Umzug? Auf dieser Karte sehen wir die Wolken und das ist Zeitkarte und bedeutet halbes Jahr. Im halben Jahr wirst du umziehen. Kann sein, dass du vorher schon was findest oder unterschreibst diesen Vertrag. Aber bis dahin wird es alles fertig sein und kannst alles organisieren. Und die letzte Frage ist auch wichtig. Wie ist deine Zukunft dort in deiner neuen Umgebung? Hund symbolisiert Treue. Du bleibst dort. Bleibst du treu zu deinem Zuhause. Außerdem, rundherum sind auch freundliche Menschen und wirst du neue Freundschaften schließen. Liebe Anivia, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.